Hallo ihr Lieben da draußen. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie ihr euch solche tollen, extravaganten Notizbücher altschick aus so ganz einfachen Notizbüchern zaubern könnt. Mit ganz einfachen Mitteln. Ihr braucht nur ein bisschen Küchenrolle, Serviettenkleber und ein paar Embellishments oder Verzierungen oder Ornamente, die ihr darauf verwenden könnt. Und wir zeigen euch am besten mal, wie es geht. So, um die Bücher ein bisschen älter aussehen zu lassen, als sie ja jetzt hier nur sind, das sind ja nur ganz niegelnagelneue Bücher, fange ich erstmal an, hier solche, wie sagt man das, solche Stellen hier mit Heißkleber nachzuempfinden, als ob das ein richtig altes, gebundenes Buch ist. So sieht das dann nachher aus, wenn alles fertig gestaltet ist. Also mache ich mir hier erstmal ein paar solche Bindestellen oder, naja, für mich sind es jetzt hier Verzierungen bloß. Ist ja nicht richtig gebunden, aber es sieht dann nachher halt so aus. Einfach ein bisschen mit Heißkleber drauf. Das sind dann so Erhebungen nachher, die dann durch diese Serviette oder Küchenrolle eben durchkommen. Und ja, das Buch ein bisschen alt aussehen lassen. So. Wenn das dann getrocknet ist, dann könnt ihr das Buch auch schon weiter verarbeiten. Also es ist sowieso ein bisschen starr, weil es neue Bücher sind halt. Dann könnt ihr euch eure Verzierungen aufkleben, die ihr haben wollt. Ich habe mir diese Teile ja selber gegossen und habe mir jetzt hier solche Ornamente eben rausgesucht, die ich hier so verwenden möchte. Und habe jetzt mir so vorgestellt, dass das so drauf soll. Dafür nehme ich jetzt einen Bastelkleber, der die Sachen jetzt hier festklebt. Ich habe jetzt hier von Uhu einen tollen Bastelkleber. Damit kann man alles Mögliche kleben. Damit klebe ich mir die Teile jetzt dahin, wo sie hin sollen. Das muss dann natürlich auch wieder ein paar Minuten trocknen, damit man es weiter verarbeiten kann, aber so soll es dann. So, wenn das hier ein bisschen angetrocknet ist, könnt ihr auch schon weiterarbeiten. Ihr braucht dann ein Stück Küchenrolle. Ich habe jetzt hier sogar ein Stück, wo farbig ist, ist völlig schnurz, könnt ihr verwenden, ist nicht das Problem. Müsst ihr euch ein bisschen zuschneiden. Das Papier reicht jetzt genau einmal ringsrum, habe ich festgestellt. Also brauche ich mir jetzt hier nur die Länge oder Höhe einmal zuschneiden, um nicht, also ich habe das auch schon probiert, um das einfach rumzulegen nachher, um die Buchaußenseiten eben, um den Band. Aber das Rumlegen hat mir nicht gefallen, weil man dann so lange warten muss, bis es wieder trocknet. Und so passt es jetzt genau einmal hier ringsrum und dann wird es einfach festgeklebt. Dann muss noch ein Stück von der Länge weg. Das muss nicht rumliegen, das kann ruhig da oben drauf aufhören. Aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ich habe das jetzt so, dass das einmal genauso rumpasst und finde das toll so. Und dann kann man anfangen, hier einfach mit Serviettenkleber. Dieses Küchenpapier gibt dann eben die tolle Struktur. So wie bei Serviettentechniken. Ja, es ist einfach, der Serviettenkleber, der ist so vielfältig, dass man da so viele Sachen mitmachen kann, finde ich immer wieder toll. Man muss damit nicht nur Servietten kleben, man kann damit jetzt auch einfach solche dicken Küchenrollen kleben, die ja in sich schon eine Struktur haben und die hinterher dann, weil es sich ja ein bisschen krinkelt, noch so eine geknitterte Struktur geben und dann sieht das Ganze aus wie Leder. So, und dann muss man ja erstmal eine Schicht von diesem Serviettenkleber hier aufbringen. Gerade bei diesen dicken Tüchern, die wir jetzt haben, ist viel Kleber nicht schlecht, weil der sich richtig dann reinsaugt eben, auch auf die Teile, Kleber drauf. So, wenn ihr das jetzt eingestrichen habt, könnt ihr auch schon mit dem eigentlichen Serviettenverzieren anfangen. So, dann legt ihr einfach dieses Stück Küchenpapier drauf und ditcht es richtig ein, also es muss richtig schön feucht oder nass werden, damit es richtig schön sich überall anlegt. Und dann gibt es überall solche Knitterstrukturen oder diese Punkte, die jetzt hier schon drin sind im Papier, die werden mit übernommen. Und das gibt dann so eine tolle alte Struktur dem Buch. Und ist eben mal was anderes als so ein neues Buch zu haben. Ihr habt das dann auch wieder selber gemacht, ist wieder was ganz anderes. Und es eben sieht aus, als wenn das schon richtig uralt ist. Und ich finde, das sieht immer ein bisschen aus, als wenn es in Leder gebunden ist. Also wenn ihr irgendwo eine Luftblase habt,
piekst da einfach ein Loch rein und geht, geht die Luft raus. So sieht es dann ungefähr aus, wenn es jetzt einmal gestaltet ist, also einmal die Lage drauf ist. Mehr Lagen braucht er da auch gar nicht drauf machen, weil wir diesmal das Papier ja nicht geteilt haben. Wir haben das so dick gelassen, wie es ist. Es ist auch in mehreren Lagen gearbeitet, das Papier, aber wir haben es halt so dick gelassen, weil ich gleich die Struktur so haben wollte. Das geht in dieser Stärke zu verarbeiten. So ist es dann. Jetzt muss ich erstmal trocknen, dann könnt ihr auch die Rückseite gestalten. Nach dem Trocknen und vor allem, wenn es ringsum gestaltet ist, sieht es dann so aus. Manche Stellen sind weiß, braucht ihr euch nicht dran stören. Da war dann vielleicht nicht genug Kleber oder was weiß ich, aber es hält trotzdem. Ihr habt dann ein paar geriffelte Stellen, ein paar von diesen Löchern, die nach oben stehen, und ihr habt diese Embellishments oder eben Verzierungen mit drauf. Und dann könnt ihr eben anfangen, das Buch zu richtig zu gestalten. Jetzt kommt Farbe ins Spiel. Ich habe mir dafür eine Acrylfarbe ausgesucht von der Firma Deka, weil ich die Farben so toll deckend finde, kräftig und super, und die sind eben wetterfest. Deswegen nehme ich die gern. Wenn da jetzt ein bisschen Wasser drauf kommt, tut es der Sache gar nichts. Ihr sucht euch einfach ein paar Farbtöne aus, die ihr vermengen möchtet, und fangt dann einfach an mit dem Gestalten. Ich habe mir jetzt hier ein dunkles Braun ausgesucht, weil dunkelbraun ist so ein bisschen antik. So stelle ich mir ein altes Buch vor, dass es antik so aussieht. Ihr könnt dann einfach ein bisschen braun gestalten, hier ein bisschen braun und da ein bisschen rot und was weiß ich. Also es kann ruhig farbig sein, ihr könnt es auch in jener Farbe, ihr könnt es jetzt einfach in braun streichen und dann hinterher eben vergolden. Das zeige ich euch ja dann auch noch, die Stellen, die man dann ein bisschen vergoldet. Ihr könnt aber auch bunt machen. Ich finde es jetzt im Moment schön mit dem Bunt, also gestalte ich mein Buch bunt und male mir jetzt hier ein bisschen was hin und da ein bisschen was hin. Gehe in die nächste Farbe und male mir hier ein bisschen was rein, da ein bisschen was rein, dass das alles schön farbig aussieht. Die Farben vermischen sich nachher richtig schön. Es ist dann nicht mehr zu erkennen, so richtig, hier ist mal die Farbe gewesen oder da ist mal die Farbe gewesen. Also ihr könnt da ruhig euer fantasiefreien Lauf lassen. Nehmt ein paar Farben, die ihr haben wollt, vermischt das alles ein bisschen. Und es wird so ein antiker Farbton, finde ich immer, so eine ganz außergewöhnliche Farbe, Farbmischung. Also immer lang hin, bis das Buch richtig voll ist. Alles schön vermischen, ein bisschen Blau kann da auch noch rein. Also wie gesagt, ihr könnt es in einer Farbe gestalten. Ihr müsstet jetzt nicht so bunt machen, wie ich das mache, aber ich finde es halt toll. Habe ich so bei den letzten Büchern festgestellt, die ich so gestaltet habe, dass das bunt eben schön aussieht. So habe ich es jetzt einmal fertig eingestrichen hier und dann muss es erstmal trocknen. Und dann kommt das Finish, was das Buch jetzt besonders macht. Warten wir erstmal ein paar Minuten, lassen es trocknen. Ich habe ja gleich ein paar Bücher gestaltet, also nicht bloß eins, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht, wenn da jetzt verschiedene Sachen drunter sind. Hier habe ich jetzt so ein Kreuz drunter, eine Lilie, so eine Fliege oder Hummel und mal ein paar Schmetterlinge drunter oder eben hier mal mit einfach mit Heißkleber was drauf gespritzt und ein paar Deko-Elemente noch mit drauf. So kann das ungefähr aussehen. Und wenn es trocken ist, dann kommt jetzt noch das Finish. Das finde ich, für mich ist ja immer das schönste Glitzer, Glimmer, Gold. Also für mich kommt jetzt dann da noch Gold drauf. Damit holt man jetzt diese Erhebung ein bisschen vor. Ihr könnt euch das jetzt auf ein Schwämmchen machen, ihr könnt es auch mit dem Finger machen, damit ihr die Erhebung ein bisschen besser spürt. Also so kommen dann jetzt die Erhebungen ein bisschen raus, diese naja, Knitterfalten, alles was so erhaben ist, wird jetzt mit den Fingern so ein bisschen rausgeholt, noch ein bisschen betont. Und das macht jetzt das aus, finde ich, dieses Gold, was jetzt hier noch so diese Knitterfalten rausholt und alles. Jetzt sieht das richtig altantik aus, finde ich. Und auch auf der Rückseite kann man jetzt einfach so ein bisschen drüber wischen und dann kommen diese erhabenen Stellen eben so raus. Das
macht das Buch schick, finde ich. Alt. Alt. Künstlerisch wertvoll. Künstlerisch wertvoll. So, und dann kann man natürlich auch die ganzen Ränder hier, also diese ganzen Kanten vom Buch noch ein bisschen nachfahren, gold machen. Man könnte jetzt auch noch die Seiten goldig gestalten vorne. Dann sieht das eben aus, als wenn das alte Seiten wie von einer Bibel oder sowas. Von so einem ganz alten Buch. Nur so ein bisschen Farbe, nur so ein Hauch Farbe nochmal so drüber. Und dann sehen die Seiten auch gleich goldig aus. So, ich habe jetzt meine Bücher fertig gestaltet. Also mit dem Gold erstmal. Jetzt sehen sie dann so aus. Ist auch schon mal wieder eine ganz andere Hingucker. Ganz andere Sache als vorher, eben diese normalen Bücher. Und je nachdem, was man eben drauf gemacht hat, sehen die dann eben unterschiedlich aus. Ja, aber es reicht eben auch, wenn er nur mit der Heißkleberpistole so eine Schnörkel drauf macht. Dann sehen die auch schon gut aus, die Bücher. Eben auch alt, antik, rustikal. Und mit dem Gold drauf finde ich so eine super Sache. Das ist so geil. Ihr könnt natürlich auch Bronze, Kupfer, Silber oder sonst was nehmen. Ich habe jetzt hier das Gold genommen und finde das toll. Aber Glitzerelse wäre nicht Glitzerelse, wenn nicht noch was kommen würde. So, ihr könntet jetzt natürlich die Bücher schon so lassen. Sehen ja so schon ganz toll aus, finde ich immer. Ist schon eine tolle Sache, wenn man so ein Buch hat. Aber Glitzerelse muss natürlich ein bisschen Glitzer drauf haben und das sind bei mir immer Strasssteinchen. Und deshalb muss bei mir immer noch ein bisschen Strass drauf. Ich habe jetzt hier so eine größere Auswahl und kann mir dann da immer mal ein paar Steinchen raussuchen, die irgendwo noch hinpassen könnten. Und die werden dann einfach mit Bastelkleber festgeklebt. Ihr sucht euch einfach aus, was ihr gerne drauf machen wollt. Welche Farben, ihr könnt es jetzt einfarbig die Steine nehmen. Ihr könnt sie bunt draufkleben. Ich finde es im Moment mit bunt schön, also mache ich mein Buch hier wieder bunt. Und dann hat man eben so noch ein paar Glitzerstellen als Blickfang mit drauf, die man verwenden kann. Ich finde das halt toll. So, die werden jetzt bloß noch festgeklebt. Und dann ist das Buch wieder fertig. Also mit Bastelkleber. Ich habe jetzt hier auch so einen Uhu-Bastelkleber wieder. Den hatte ich ja vorhin schon mal. Einfach einen Punkt drauf. Steinchen drauf. Fertig. So kann man sich das alles gestalten. Und dann ist mein Buch fertig oder sind meine Bücher fertig, wenn ich Glitzer drauf habe. Dann ist das Ende erreicht. Also ohne Glitzer ist bei mir immer nicht so. Da fehlt immer irgendwas. Mein Mann sagt zwar immer, ob da noch was drauf muss, aber wenn es fertig ist, doch, hat gemusst. Ist besser, wenn es drauf ist. So, der Kleber, der trocknet ja farblos weg und dann sieht man das nicht mehr. Ups. So können die Bücher dann am Ende aussehen. Also wenn der Kleber schön getrocknet ist, dann ist der ziemlich durchsichtig weggetrocknet. Hier ist überall noch ein bisschen weiß, aber das geht alles weg. Das sieht man hier an diesen Büchern. Da ist der Kleber dann nachher verschwunden, das sieht man nicht mehr. Und je nachdem, wie ihr euch die Farben eben aussucht, hier habe ich viel mit Blau, Grün und Lila gearbeitet. Hier ist eben mehr mit Braun und Pink und ein bisschen Blau und so. So variieren dann eben die Farbtöne. Und das könnt ihr euch hinmischen, wie ihr haben wollt. Probiert euch das aus, mischt euch die Farben, nehmt eure Dekoteile, die ihr irgendwo habt zum Drunterlegen, probiert es einfach mal aus. Ist eine wunderschöne Sache, finde ich. Oder es sieht auch toll aus, wenn man jetzt nur mit Kleber, also mit diesem Heißkleber, irgendwelche Schnörkel drauf macht und dieses Küchenrolle drauf macht, ist auch schon eine super Sache. Da braucht ihr solche Embellishments oder Verzierungen halt nicht. Wenn ihr sowas nicht habt, braucht das nicht extra kaufen. Ihr könnt das einfach auch mit Heißkleber machen. Das hat bestimmt jeder zu Hause. Probiert es aus. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Wir sehen uns.